Hallo. Rodney, ich bin's, Martin. Hör zu, ich bin wegen einer Konferenz in Berlin. Ja, ich höre. Aber es geht um Liz. Sie ist... Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Da hängt noch ein anderer Mann mit drin. Sie ist... Eine Nutte, du hast also eine Nutte gekillt. Wie bitte? Ich verstehe sie nicht! Ich spreche gerade mit Connor. Connor, geben Sie mir Connor. Connor. Ich bin's. Ich habe nichts von dir gehört, also hast du wohl irgendwo Zuflucht gefunden. Ich hoffe, dass alles leichter wird. Wenn du mal Lust hast zu reden oder sowas, dann bin ich hier. Bin ich für dich da? Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Bitte werfen. Ist es erledigt? Was hatte ich gesagt? Du solltest doch anrufen, wenn ihr da seid. Oh, nicht so schnell mit den Pferden, Mann. Wo liegt das Problem? Wer ist da? Vincent! Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin in verdammt großen Schwierigkeiten. Ich komme jetzt zu dir. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Du hast keine Wahl. Ich werde Sie finden. Ich kenne Sie nicht. Wer ist da? Kommen Sie nicht her. Ich hänge jetzt auf. Telefonstreich. Ja. Osborne Cox. Das ist nur ein dummer Streich. Irgendwer mit einem Handy. Gehen Sie bitte ran. Hallo? Hallo? Bill. Bill. Hallo? Warten Sie. Hör zu, Schwanzgesicht, ich hab viel zu tun, also zieh Leine, bevor ich dir den Pimmel abreiße und ihn dir in den Arsch drehe. Wer ist da? Hey, Tag, altes Haus, ich hab dich auf Lautsprecher. Ich stehe hier gerade mit Les Grossman. Und er brennt darauf, dir zu sagen, warum... ...dass ich mit dem Passus für deinen Rekorder in deinem Vertrag den Arsch abgewischt hat. Hier ist Les Grossman, wer ist da? Ich hab Probleme. Oh, okay, Fleming Dragon. Fickfresse. Also, als erstes trittst du mal bitte einen Schritt zurück. Und dann... Fick dir in deine Scheißfresse! Ich habe keine Ahnung, was für ein pan-pazifisches Machtspielchen du hier abziehen willst, aber Asien, Kumpel, ist mein Revier. Also denk lieber nochmal über alles nach. Sonst komme ich darüber und werde wie ein scheiß todbringender Feuersturm über dich herfallen. Ruf lieber gleich die Vereinten Nationen und erwirk eine Resolution, die mich davon abhält, zu dir zu kommen und dich durch den Wolf zu drehen. Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker! Ich werde dich massakrieren! Und dann scheiß ich dir in den Kopf! Ich werde sie töten. Alles klar. Du hast 5, maximal 10 Sekunden. Äußerst wichtige Sekunden. Was bedeutet das? Leg das Telefon auf den Fußboden. Konzentrier dich. Schrei alles raus, was dir an ihnen auffällt. Haare, Augenfarbe, groß, klein, Narben. Alles, was du siehst, hast du verstanden? Ein paar Container mit Verpflegung. Die Garderobe der Königin vielleicht, aber nicht genug, um zu handeln, Meister. Sam, was hast du rausgefunden? Die Gruppierungen aus dieser bestimmten Region sind auf Frauen- und Mädchenhandel spezialisiert. Sexsklave! Oh, Scheiße! Ich will meinen Vorgesetzten sprechen. Fühlst du dich jetzt besser, du Bastard? Na schön. Wenn ich von den Leuten, bei denen du wohnst, die Nummer hätte, hätte ich natürlich dort angerufen. Ich kümmere mich um den Scheiß. Gut, ich ruf wieder an. Die haben vor ein paar Wochen an meine Firma eine Postkarte geschickt mit der Bitte um Informationen über Penny Stocks, die ein riesiges Ertragspotenzial haben, bei einem extrem geringen Verlustrisiko. Klingelt da was bei Ihnen? Hören Sie zu, Sie mieses Schwein. Ihr Profit. Bei einem Investment von nur 6.000 Dollar lege oberhalb von 60.000 Dollar. Wenn sie tot ist, kriegen sie gar nichts. Klingelt da was bei Ihnen? Ich bin die beste Chance, die sie haben, wenn sie ihr Geld wollen. Ich mache das schnell klar für Sie, John. Meine Sekretärin meldet sich dann bei Ihnen mit der exakten Bestätigung. Klingt das gut, John? Ich führe mich zum Schatten!